Übung, die wir heute im Warm-up haben. Aber zuerst mal heute zusammen. Wir kommen zu der Folge Nummer 36 von LP Train at Home. Wie ich es gesagt habe, good morning, unsere erste Übung im Warm-up. Good morning, nichts anderes als schulterbreiter Stand. Wir gehen mit einem geraden Oberkörper vor. Ich weiss, dass er jetzt in dem Moment weiss, was er wollte. Das spielt aber keine Rolle, das machen wir nachher. Oberkörper nach vorne beugen. Oder eben nicht beugen, sondern neigen, weil er ist schön gerad. Beine sind leicht biegt. Gebeugt. Biegt. Gut. Und dann das Ziel ist, dass wir hier gerade sind, da ein bisschen Spannung drin kriegen. Schön vorne runter, dann stehen wir wieder auf. Und wiederholen das Ganze 10 Mal. Das Ziel ist, die hintere Kette zu aktivieren und ein bisschen aufzudehnen. Wenn wir die 10 haben, bringen wir den Herz-Kreislauf-Kling an und machen 15 Jumping Jacks. So viele Jumping Jacks wie wir machen, Alex. Mich nicht wundern, wie viele Nachbarn das wir schon hässlich gemacht haben. Aber hey, Corona-Zeit ist eine harte Zeit. Egal, ob man sie selber durchlebt oder ob man Nachbar ist von jemandem, der trainiert. C'est la vie. Dann kommt der nächste, der Inchworm. Heute lang, so weit führen, wie es geht, mit 5 Sekunden heben am letzten Punkt. Das heisst, wir laufen führen. Führen. Und jetzt. 1, 2, 3, 4, 5. Dann mit kleinen Schritten. Aus den Füßen. Gestreckte Beine. Bis ganz vorne. Von diesen 5 Stück dann bleiben wir gerade stehen, stretchen unsere Hamstrings noch etwas mehr. Wir lassen uns mit gestreckten Beinen vorne runterhängen. Jetzt könnt ihr je nachdem etwas schmaler oder breiter stehen, das ist euch überlassen. Und ihr probiert abwechslungsweise gestreckte Beine ganz hinten drehen, die linke Ferse berühren. Zurückdrehen, rechte Ferse und wieder zurück. Linke Ferse. Und so merkt ihr, wie ihr jedes Mal ein bisschen tiefer runterkommt und eine gute Dehnung in die Hamstrings bekommt. 5 Mal pro Seite. Dann braucht ihr das erste Mal Equipment, das ich noch nicht erzählt habe, was wir heute alles brauchen. Ich weiss, kommen wir nachher gerade dazu. Ein Sixpack Wasser. Wir machen Ground to Overhead, aber schön kontrolliert. Das heisst, saubere Startposition. Gerade Rücken, gut schulterbreiter Stand. Wir greifen das Sixpack an der äußeren Flasche. Stehen von hier aus mit dem geraden Rücken auf. Drehen es vorne auf. Drücken es auf über den Kopf. Nehmen es ab. Vorne ab. Und gehen wieder auf den Boden. Schön aufstehen, aufrotieren, über den Kopf, zurück und wieder runter. Jetzt habe ich ein paar Mal schön aufs Mikrofon geschlagen. Falls es etwas geklopft hat, tut es mir leid. Von diesen 10 Stück und dem ganzen Warm-up-Drill machen wir 3 Mal durch. Dann sollten wir warm sein für einen relativ ausgedehnten Kraftteil heute. Schnell zum Equipment, bevor wir zum Kraftteil gehen, sonst wisst ihr gar nicht, was ihr alles braucht. Wir brauchen 2 bis 4 Sixpack Wasser oder dementsprechend Gewicht auf eurer Barbell oder Langhantel, Kurzhantel, was ihr braucht. Ihr braucht ein bisschen Gewicht. Ein Seil ist von Vorteil oder ein Gummiband würde auch gehen, damit ihr etwas aufhängen könnt, um nachher dort dran haben. Ein Tuch zum Beispiel würde auch funktionieren. Die erste Übung, die wir haben, wir machen Deadlifts. Relativ schwer vom Gewicht. Was halt auch immer so auf den Besenstiel passt oder auf eure Langhanteln. Wir machen 3 Durchgänge, 3 Set an 12 Wiederholungen Floating Deadlifts. Und zwar zusätzlich die letzte Wiederholung ist 30 Sekunden Hold, bevor ihr sie nachher absetzt. So gibt es nochmal am Schluss einen kleinen Moment, wo ihr müsst heben, die Spannung aufrecht halten, bevor ihr effektiv Pause machen könnt. 12 Wiederholungen vorher müde und dann am Schluss das Ganze nochmal heben. Der Floating Deadlift im Vergleich zu einem Standard Deadlift ist nichts anderes, als dass man einfach das Gewicht zwischen den Wiederholungen nicht absetzt,
durch das konstant unter Spannung bleiben. Darum vom Gewicht her, vielleicht ein bisschen schauen, nicht allzu heavy gehen. Standard Deadlift. Hüftbreiter Stand. Wir greifen die Stange außerhalb der Beine. Schultern nach hinten nehmen, gerade Rücken machen. Und dann starten wir. Schön anfangen zu drücken, den Boden wegdrücken, das Gewicht anlüpfen. Und wir stehen auf. Oben ganz strecken. Wieder absenken, das Gesäß geht hinten, die Stange am Oberschenkel entlang runterführen. Nicht ganz bis am Boden und wieder rauf. Und so machen wir 12 Wiederholungen. 10. 11. Und jetzt kommt die 12. He? 12. Und jetzt gehe ich runter. Kurz vor dem Boden, stopp. Und jetzt nochmal 30 Sekunden heben. Bis alles anfängt zu feuern, alles anfängt zu brennen. Nach 30 Sekunden setzen wir ab. Direkt anschließend, ohne Pause, machen wir ein Set Hollow Rocks. So viel wie geht. Startposition ist ein Hollow Hold. Das heisst, Arm strecken, Bein strecken. Dann gehe ich hier mit beiden mit Luft, Schulter in die Luft, Beine in die Luft und fange an, wie einen Schaukelstuhl schaukeln. Volle Spannung im ganzen Körper. Und das macht ihr so oft, bis ihr nicht mehr könnt. Die das nicht können, die die Spannung nicht haben, um das zu schaukeln, macht einfach einen Hollow Hold, solange ihr könnt. Absolut in Ordnung. Wenn ihr das habt, Pause machen, sicher mindestens 2 Minuten, um dem Körper wieder ein bisschen Erholungszeit zu geben, für das nächste Set zu machen. Wenn wir die haben, die 3x12 Wiederholungen mit den 30 Sekunden Heben am Schluss, plus den Hollow Rock, 2 Minuten Pause circa, geht es weiter in den nächsten Teil. Für den brauchen wir ein bisschen weniger Gewicht. Verschieben unseren Fokus vom Training. Vom Deadlift, wo Bein unter der Rücken lastig ist, gehen wir jetzt rauf in den oberen Rücken, in Latte und Bizeps. Ich weiss, es ist zwar nicht Freitag, aber hey, auch an einem Donnerstag kann man mal Arm trainieren. Könnt ja gleich noch nicht rausgehen. Nein, Spass beiseite. Wir machen Supinated Bent Over Rows in Kombination mit einem Bizeps Curl. Und das machen wir 6 Wiederholungen. Und 6 Wiederholungen, respektive 6 Runden, sind 3 Bent Over Rows und 1 Curl. Und das machen wir am Stück. Startposition gleich wie beim Deadlift. Hüftbreiter Stand. Jetzt supinated, heisst, der Griff ist von hinten nach vorne an die Stange. Schultern schön hinten spannen. Dann leicht anlüpfen. Und jetzt von hier aus das Gewicht hinten an den Rippenbogen ziehen. Gehen wir Kontakt machen mit den Stangen. Und von denen machen wir jetzt 3 Stück. 2, 3 Armstrecken. Aufstehen. 1 Bizeps Curl. Wieder in die vorgeneigte Position. Und die nächsten 3. 3. Aufstehen. Curl, vorneigen, dritter Set, 1, 2, 3, aufstehen, Curl und so weiter und so fort. 6 Runden, ja, das machen wir 6-mal. 6-mal die 3 plus 1. Anschließend Pause. Das Ganze machen wir 3-mal. 3-mal 6 plus 1 Bizeps Curl. 3-mal 6 Runden von 3 Bend Over Rows und 1 Curl. Gewicht könnt ihr je nachdem anpassen. Fangt mal mit einem Gewicht an. Dann seht ihr relativ schnell, ob es zu leicht oder zu schwer ist. Dementsprechend das Gewicht anpassen. Da würde ich plus minus 1 Minute Pause machen zwischen den Runden. So habt ihr ein bisschen Erholung, aber nicht zu viel Zeit, die ihr verliert. Dann gibt es noch einen dritten Kraftteil. Für den brauche ich keine Stangen mehr, sondern ein Sixpack und einen Strick.
ein Seil, ein Tüchli. Irgendetwas, wo ich oben durch das Sixpack durchschlingen kann und dementsprechend nachher ein Seil habe, wo ich Triceps Extensions machen kann. Ein Kettlebell übrigens eignet sich als Gewicht auch hervorragend, anstatt ein Sixpack. Darum so als Alternative. Ich möchte die Schlinge etwa so, dass ihr plus minus einen halben Meter, vielleicht ein bisschen mehr Platz habt, das Gewicht hinter dem Rücken hängt nachher. Dann von da aus muss ich hinter mich, damit das Seil nicht irgendwo im Weg ist, die Ellbogen möglichst gerade aufnehmen. Das Gewicht hängt jetzt hinten runter. Die Ellbogen nahe zusammen, Rippen anspannen, Gesäß anspannen, Ellbogen hoch und dann von da aus dem Trizeps raus das Gewicht aufziehen und hinten wieder runter. Was klappt also an meinem Füdle? Wenn ihr die Hand wieder führen nehmt. Das Ziel ist da, plus minus 10 Wiederholungen zu machen. 8 bis 12, 10 wäre perfekt. Direkt anschließend ein Superset. Wir machen keine Pause zwischendrin. Sixpack wieder nehmen an der äußersten Flasche. Dass das Gewicht ein bisschen weiter vorne ist. Schultern hinten nehmen. Und dann machen wir noch 10 Bizeps Curls von da aus. Ellbogen neu am Körper. Aufziehen bis zum Knie. Und wieder strecken. Zehn Stück. Dann machen wir eine kurze Pause. Auch wieder plus minus 1 Minute. Und dann geht es wieder weiter mit Triceps Extension, Bizeps Curls. Und wenn ihr diese 3 Runden durch habt, dann haben wir den Kraftteil geschafft und machen noch ein kurzes Workout. Heute ganz ein kurzes, also liegt ganz an euch, je nachdem wie schnell ihr seid, aber tendenziell eher ein kurzes. Für das Workout brauchen wir nichts, kein Equipment, nur unseren eigenen Körper. Wir machen 20 Burpees, nein nicht Burpees, sondern 20 Push-Up Burpees for Time. Anstatt dass wir einfach 20 Burpees raushämmern, machen wir zu jedem Burpee noch eine kontrollierte Liegestütze dazu. Jetzt ist es aber nicht so, dass der Burpee mit einer Liegestütze gemacht wird, sondern zusätzlich. Das heisst, 20 Push-Up-Burpees, wenn wir starten würden, sieht das folgendermaßen aus. Liegestützposition. Ein Liegestütz, aber ein Burpee. Eins. Zwei. 3, 4 und so weiter und so fort. Standard-Liegestütz mit einem Standard-Burpee zusammen kombiniert. So haben wir 2 Faktoren nochmal drin. Ein bisschen mehr Kraft als bei nur Burpees. Dafür mehr Ausdauer als bei nur Push-Ups. Und mal so etwas zum Nachschauen, hey, wie lange habe ich für 20 Stück. Etwas, das ihr euch gegenseitig messen könnt, vergleichen und wo noch so eine gute Challenge ist. Wenn ich wieder Luft habe, machen wir auch wie heute, wie immer, noch ein kleines Cooldown. Und heute, Chris, ich enttäusche dich nicht, starten wir an der Wand. Das Erste, was wir stretchen, ist unsere Brust. Pack Stretch. Der Arm geht flach an die Wand. Schaut, dass der Ellbogen höher ist als die Schulter. Und dann dehnt ihr euch hier schön. Das Ziel ist, dass wir die Brustmuskulatur aufziehen können, schöne Dehnung reinbekommen. 1 Minute pro Seite. Dann tun wir die Seite wechseln. Wo ist er hier? Dann tun wir die Seite wechseln und das Gleiche auf der anderen Seite machen. Dann geht es weiter mit dem Lat, unserem Rücken. Der Lat Stretch. Der Ellbogen geht an die Wand. Die Hand geht hinten auf den Rücken. Und wir versuchen, das gleiche Bein wegzunehmen von der Wand. Und Achselhöhle möglichst richtig Wand zu bringen. So dehnen wir hier schön den Rücken auf und machen auch die Schultern noch etwas auf. Und probieren das Ganze 1 Minute lang zu heben. Immer gut reinschnaufen. 1 Minute pro Seite. Dann geht es weiter mit dem Ellbogen, Elbow Cycle. Beidseitig.
Könnt ihr entweder sitzend, kniend oder stehend machen, spielt nicht so eine Rolle. Das Ziel ist, dass wir den Trizeps und das ganze Schultergelenk durchbewegen. Ich nehme den Arm auf, nehme ihn wieder hinten und jetzt greife ich meinen Ellbogen. Der Bauch ist schön leicht angespannt, dass wir schön gerade sind. Und von hier aus tue ich meinen Ellbogen mit Hilfe von der anderen Hand schön kreisen. Seite mal zwischendrin wechseln. Und einfach schöne, grosse Kreisli machen. Also stretchen den Trizeps ein bisschen, das ganze Schultergelenk, das nochmal ein bisschen durchbewegt wird und so wieder die Blutung angeregt wird, um wieder ein bisschen Regeneration zu erzeugen. Dann komme ich noch hier vorne. Als letztes unsere Unterarme. Gerade bei der Supinated Bend Over Rows werden die Unterarme immer noch so gut in Mitleidenschaft gezogen. Für das Hand flach am Boden legen. Finger schön zu euch richten. Die Handflächen bleiben flach am Boden. Und dann könnt ihr da selber mit eurem Körper ein bisschen steuern, wie viel Zug wollt ihr euch in den Unterarm geben. Und probiert das so, eure Unterarm wieder ein bisschen zu lösen. Etwa eine Minute lang heben. Und wenn ihr das habt, dann wäre es das schon wieder für heute. Folge Nummer 36. Ja, 37 wird folgen. Macht's gut. Schön, dass ihr dabei war. Ich wünsche euch einen ganz schönen Tag. Adios, amigos!